Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns an, was nicht der Vorteil, sondern ein Problem mit dem Cast-to-Node ist. Und wir schauen uns das Problem genauer an. Im letzten Video hatten wir den Cast-to-Node angeschaut und er bietet viele Vorteile. Vor allem, wenn man Klassen wie Player, Character oder diverse Controller, Game Mode Klassen ansprechen will. Wir sind jetzt im Third Person Template und schauen an, wo die Grenzen des Cast-to-Nodes sind. So, also wir ziehen erstmal unseren Third Person Charakter hier rein, Blueprints, Third Person, löschen irgendwie den Player Start, klicken hier drauf, gehen auf Details und schreiben erstmal hin Auto Receive Input Player 0 und schreiben hier nochmal hin Process, ja? Auto Process Player 0. Super. So. Wir erstellen uns eine Blueprint. Ziehen wir mal ein Sphere rein. Gehen hier drauf. Convert Selection to Blueprint, damit wir das Angewählte auch zu einem Actor Blueprint umwandeln. Klicken hier Actor ein, Harvest Component, BP, ja, Klasse oder Container schreiben wir hin. Ist eigentlich egal. Okay, jetzt haben wir die Blueprint-Klasse. Jetzt wollen wir hier eine Variable erstellen. Und zwar eine Variable mit irgendeiner Zahl. Sagen wir mal, ja, Erfahrungspunkte. Enter und der Typ soll von Float sein oder sagen wir Integer, ist eigentlich egal. Compile, jetzt können wir hier einen Wert einsetzen, sagen wir mal 12.500. Compile, okay. Jetzt wollen wir auf diese Cast-to-Node zwischen diesem Blueprint und diesem Blueprint eine Kommunikation erstellen. Ich gehe zum Level Blueprint, ja. Ich klicke hier drauf, drücke STRG B und mit STRG B springe ich direkt auf den jeweiligen Ort. Aber in dem Fall weiß ich ja, wo es ist. Klicke hier drauf auf den Third Person Character Blueprint. Jetzt gibt es ja Keyboard Events. Also mit jedem Keyboard können wir ein Event auslösen. Ja? Dann schreiben wir hin, wir drücken die rechte Maustaste, schreiben hin Keyboard. Ja? Ja, wir können irgendeine Taste hier drücken und klicken einmal hier drauf und sagen irgendeine Taste, die wir als Event einfügen wollen. Zum Beispiel sagen wir die 1, ja. Und mit der 1 wird quasi dieser Event ausgelöst. So. Der Cast-to-Node war ja wie folgt. Das heißt der BP-Container, also rechte Maustaste, Cast-to-Container, ja. Da ist er schon, Cast-to-BP-Container, ja. So, und da wollen wir quasi im BP-Container, jetzt haben wir Zugriff auf diese Daten, die da drin sind, und darin waren ja die Erfahrungspunkte, also müsste hier drin Erfahrungspunkte sein, Erfahrungspunkte, und da erscheint es schon, Get Erfahrungspunkte. So, diese Erfahrungspunkte will ich im Report ausgeben und dann schreibe ich print string ein und verbinde das int string mit dem Erfahrungspunkt. So, wenn ich jetzt auf compile gehe, dann funktioniert das nicht. Warum? Weil der Cast-to-Node immer ein Objekt braucht. Immer ein Objekt, ja. Zum Beispiel, wenn wir Cast-to, ja, Third-Person-Character eingeben, dann können wir zum Beispiel als Objekt get player character nehmen, ja, get player character. Das sind die Hauptklassen, ja? Die Character. Das ist ein Actor, ja, das ist ein Actor Class. Und beim Actor Class können wir so nicht arbeiten. Wir können nicht sagen get actor, ja. Es gibt get actor, ja. Zum Beispiel gibt es ein get actors actor of class. Ja, es gibt ein Actor of Class und da wählen wir zum Beispiel
BP-Container aus. BP-Container. Genau. Und hier haben wir, das hatten wir ja in einem anderen Video bereits erklärt, das ist ja, ein Actor wird quasi aus dieser Klasse herausgenommen. Ja? Das ist ein Objekt. Und wenn wir hier Compile drücken, dann erscheint zwar keine Fehlermeldung, aber ein Hinweis. Und dieser Hinweis, den könnt ihr hier unten lesen, Return value is already in BP Container. You don't need cast2 BP Container. Also bei Actor braucht ihr, wenn ihr das hier benutzt, get actor of class, braucht ihr diesen cast2 nicht mehr. Ja, dann bezieht er sich bereits auf den BP Container. Dann brauchst du den nicht, das ist überflüssig. Genauso wie andere Methode, wie man Kommunikation zwischen den Actor erstellt ist, wir können zum Beispiel auch eine Variable erstellen und schreiben hier in Objektreferenz zum Beispiel, ist eigentlich egal, was ihr reinschreibt, Objektreferenz und als Typ nehmen wir BP-Container, ja, BP-Container, Objektreferenz, so, und wenn ihr ein Get macht, ja, ihr müsst das ja Instance Editable erstmal machen, ihr müsst ja auswählen, welche Referenz das ist. Wenn ihr zum Beispiel dann noch in den Viewport geht, ihr seid im Third-Person-Character und dann findet ihr hier, wo ist das, Default, genau hier, könnt ihr den Actor auswählen. Ja? In dem Fall ist es genau diese Instanz. Genau, und sagen wir mal, ihr verbindet diesen Objekt mit das, weil der cast2 braucht immer ein Objekt. Das ist immer zu berücksichtigen. Und wenn ihr hier auf 1 geht und auf Compile, da kommt wieder so eine Meldung, ja, Note. Objektreferenz ist already a BP-Container. You don't need cast2 BP-Container. Also hier braucht man auch diesen cast2 nicht, weil er sowieso eine direkte Referenz zu diesem Objekt bildet. Das heißt, der cast2-Operator, der macht Sinn, wenn ein Objekt zur Verfügung steht. In den Hauptklassen Player Character Controller Game Mode, den könnt ihr rausholen. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Keyboard-Event habt und ihr habt keine Objektreferenz, dann macht das keinen Sinn. Wo ihr noch Objektreferenzen herbekommt, es gibt verschiedene Events, die Objektreferenzen herstellen. Zum Beispiel, oder auch Nodes, ja, zum Beispiel Line Trace by Channel, ja. Line Trace by Channel ist zum Beispiel ein, ja, eine Laser, ein Trace, quasi eine Linie, der ausgestrahlt wird und sobald er mit etwas kollidiert, gibt er Daten heraus und unter anderem gibt er zum Beispiel Objektreferenzen heraus oder es gibt Spawn Actor from Class, ja, Spawn Actor from Class, ja, da gibt er auch Objektreferenzen aus. Überall, wo ihr Objekte zur Verfügung habt, da macht cast2 einen Sinn. Aber dort, wo kein Objekt zur Verfügung ist, ja, dann könnt ihr auf einem ganz herkömmlichen Wege direkte Objektreferenzen mit Variablen herstellen. Ja, deswegen könnte man hier zum Beispiel das hier rauslöschen, das auch rauslöschen, ja, und dann schreiben, weil ihr hier sowieso eine direkte Objektreferenz habt, Erfahrungspunkte. Ja, da habt ihr es schon. Also da habt ihr schon direkt die Erfahrungspunkte und ihr verbindet die 1 mit dem String, compilen, save und spielen. Jetzt drücken wir die 1 und können die Zahlen auslesen. Ja? Genau. Also nochmal, cast2-Nodes kann man nur mit Objektreferenzen herstellen. Wenn ihr keine Objektreferenz zur Verfügung habt, dann könnt ihr direkte Objektreferenzen erstellen, ja, anstatt cast2-Nodes, weil sonst wäre es doppelt gemoppelt. Ja, und das ist zwar keine Fehlermeldung, es würde funktionieren, aber ja, man sollte ja so schlank wie möglich die Programme oder die Scripts ausarbeiten. Gut, das war's für heute. Danke nochmal fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Auch den Daumen-Hoch-Button könnt ihr gerne drücken und wünsche euch schon einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss.